Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Bausimulator 15. Ist es die Deluxe Edition? Ja, ne, Richie? Die wir haben, ja. Ja, geil. Mit Menschen sind. Richtig geil. Astragon macht's möglich. Mit dem Richie Racer, mit dem David und mit dem Nikolas. Mahlzeit. Hallo. Der Betonmischer läuft immer noch, ne? Aber der wird nicht leer. Ja, okay. Aber es sieht ein bisschen kacke aus, muss ich sagen. Ja. Wie wär's, wenn du den... Jaha, mach ich doch. Hetz mich nicht. Wie wär's, wenn du die andere Seite jetzt mal... Jaha, Alter. Hey, ich hab dich doch ausgemacht. Stopp. Ja, dort ist ein bisschen Delay drin, wenn er... Jetzt hab ich ihn wieder angemacht. Delay. Verdammt. Jetzt glaube ich passt aber. Müssen wir die andere Seite auch noch gießen? Nee, ne? Nö. Doch, ach, der stimmt. Deckel ist offen. Ah, jetzt. Halt bitte die Klappe. Was? Der Deckel ist offen. Wie konnte David! David! Was möchtest du? Jetzt nicht dein Ernst. Nein. David hat wieder die Baustellenzufahrt zugemacht, oder was? Nein. David hat... packt hier alles ein bisschen rum, aber halt schon wild. Wenn David das schon sagt, ne? Hallo. David baggert gerade das aus, wo der Container stehen sollte. Was? Ach, da soll der Container. Oh, David. Da soll der Container hin. Und du, ich hab gedacht, baggerst... der Bereich muss ausgemacht. Nein. Der Junge ist dumm. Ich hätte vorhin schon mal gedacht, nicht die Leute vom Amt. Ich frag mich schon die ganze Zeit, Alter, wie viel soll ich denn noch? Ich denk so, es kommt einfach nichts irgendwie, deswegen habe ich ja gefragt, ob du den Container schon geholt hast. Er hat doch ja gesagt, oder nicht? Ja, den hat er auch geholt. Den hat er aber daneben hingestellt und hat den Bereich da angefangen auszubaggern. Ich gehe jetzt mal zu unserem Händler und guck mal, ob der was Neues für uns hat. Kieswerk, Stahlwerk, Fahrzeughändler, da fahren wir hin. $8, ja gut. Oder Euro, egal. Ja, bring mal dann hier hin, dann kannst du ein bisschen baggern. Ja, kann baggern. Richtig gut. So, aber hier ist, glaube ich, nicht so viel. Ne? Nicht so viel los da? Gut, dass es nicht ewig lange dauert, bis ich da bin. Ne? Cool, hast du gut. Es ist erst gut, wenn da steht, dass du dein Container, dass der da drin ist. So ist. Wow, warum leckt denn das jetzt gerade so? Nikolas, bei mir stehst du hier nur rum. Ich laufe hier gerade rum. Ich warte auf den neuen Bagger. Ich warte auf... Ah, jetzt. Hä, wer ist noch alle da? Ah, nur du. Hä? Du läufst so schnell, dass du bei mir doppelt angezeigt wirst. Ey, das kann nicht sein. Warum? Jetzt habe ich den Container dahin gesetzt, ist ja. Er verschwunden. Nee. Hör mir auf. Hast du ins Loch eingesetzt, was du vorher ausgebaggert hast? Oder was? Ja. Steht da wieder auf der Straße vor der Baustelle, okay. Alter, warum dauert denn das so lange hier, ey? Lädt es bei dir immer noch? Nee, ich habe jetzt gerade den Mobilbagger gekauft. Klick auf Ja und jetzt muss ich warten. Ständig muss er erst produziert werden. Ja, das neue DLC, das sind längere Lieferzeiten. Das Windows-Ladezeichen? Oh, ich glaube, da ist ein Spiel tot. Warum das denn? Vielleicht fängt sie es noch, Moment. Wir müssen der ganzen Sache ein bisschen Zeit geben, glaube ich. Musst du hier speichern in dem Spiel? Nee, gibt keine Speicheroption, glaube ich. Immer einfach noch nicht. Einfach nicht klicken, dann passiert doch nichts. Ich mache jetzt nichts mehr, ich warte einfach jetzt. Ah! Gut, dann gucke ich schon mal, was David da arbeitet. Könnt ihr noch ganz normal weiterspielen, oder was? Ja. Ah, jetzt ist wieder alles da. Alles gut. Nichts gewesen. Ach du Scheiße, alles packt. Oh, der ist aber cool. Ich will den fahren. Ey, Nikolas, guck dir's mal an. Ja. Hättest du mich gefragt? Alter. Zeig mal. Oh. Der ist aber schick. Ja, aber irgendwie ganz schön klein, meine ich. Ja, aber ist halt ein mobiler Kompaktbagger-Gedings hier, ne? Und ist einfach derselbe Sound, egal. Ja, wow, was hast du erwartet?
Ja, ich habe einen Zaun. Glaubst du, Richie, wirklich? Glaubst du? Trotzdem geil. Wie schnell fährt denn die Kiste? Weiß ich nicht. Hast du jetzt den mit den Reifen gekauft? Ja. Hey, da gibt's noch einen. Welchen haben wir denn gehabt schon? Mit Ketten, also der 9. Warte, ich kann dir das sagen. Ja, wow, 956. Moment. 956, das ist ein bisschen größer als den wir jetzt schon gehabt haben. Genau, das ist der neue Kettenbagger. Oh, gibt noch einen neuen, oder was? Warten des Todes, ey. Und was für einen Kran hast du gemeint, Richie? Mobilkran L1 oder irgendwie sowas heißt der. Auch neu. Nein, wie viel war Wolle gewaschen? Und du sagst mir einfach nur, ja, ist nur ein neuer Bagger drin. Ja, das DLC heißt so, wie eine Bagger heißt. Und das sind aber in dem DLC mehrere Bagger drin und ein Kran. Ist es schon da, Nikolas? Es hat gerade nur kurz geleckt, aber nein. Na, ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Dauert das bei euch? Achso, ihr wisst es ja nicht, ne? Ja, gut. Ja. Aber wenn es leckt, dann ist da... Nein. Es hat nur kurz geleckt. Jetzt muss es jetzt da sein. Wow. Alter Schwede, Werner. Was denn? Ich habe gerade das Bohrgerät vom Tieflader runtergefahren, daneben gestellt, das geleckt ist schon wieder drauf. Alter Vater. Der ist aber größer. Alter Schwede, ist der geil. Warte, ich will Tieflader, ich komme mit dem Tieflader vorbei. Ja, ich will da. Besser ist. Alter. Junge. 51 Tonnen halt. Mach mal den kompletten Arm so hoch, wie es geht. Das ist schon mächtig. Ja. Wir können mal den neben den zweiten Kettenbagger stellen gucken. Krass. Komm mal da hin zu der Baustelle, dann kannst du gerade. Ja, Richie holt doch gerade einen Tieflader. Krasses Teil. Nicht schlecht, Herr Specht, du. Für 4 Euro kann man sich das doch mal gönnen, oder? Oh, du wirst krass lächeln jetzt. Fall dich runter, Junge. Schaffst du das nicht jetzt so mal schnell. Nee. Ich warte mal, bis Richie da ist. Lass mich nochmal gucken gehen nach dem anderen Gedöns hier. Genau, irgendwie L1 müsste da halten. Aber wir haben kein Geld mehr. Soll ich dir noch was überweisen? Ja, wenn du noch was über hast. Wie geht denn das? Weiß ich nicht. Schnelleinsatzkran L1. Genau. Den gab's doch vorher schon. Nee, jetzt gab's nur den anderen Schnelleinsatzkran. Gibt noch einen. Ah jo, den 81K gibt es noch. Genau, und der L1 ist neu. Ich glaube, es gibt noch einen dritten, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja gut. Aber der müsste auch schon alt sein, wenn es noch einen geben sollte. Ich habe ja kein Geld, ne? Nikolas, mach da was, lass mich mal Lotto gewinnen. Ah, da steht. Hier, Betrag. Bekomme ich 2 Euro, weißt du? Kauf dir neues Leben. 2 Euro hätte ich auch neu für dich. Bist du dumm? Einer oder zwei? 2. Oh, Junge. Oh, Mann. Solchen Leuten kann ich nicht arbeiten, du. Nee, also nee. Jetzt hab ich aber auch nur noch 11.000. Ich hab noch ein bisschen, wenn du noch was hast. Wow. Jetzt hab ich... Jemals hast du noch 11.000? Wahrscheinlich hat David irgendwie noch 5 Millionen. Nee, ich hab noch ein bisschen was, wenn du was brauchst. Geht nass. Wir machen wieder mal den Standbild-Simulator. Jawohl, den haben wir am liebsten. Den haben wir heute schon das dritte Mal. Hallo, wie geht das denn? Hallo, guten Tag. Na, wie geht's? Da, ich hab's schon. Online. Warum fragst du dann? Haben. Ohne Witz. Ja, was du Witz halt haben. Hast, gibst du mir. Was kostet der Kran? 5 Millionen. 5, ja, okay. Wie viel hast du denn? David. Ja, ist doch schon da, oder? Wie viel hast du denn? Ist doch schon da, das Geld. Weiß ich nicht, ich hänge im Bildschirm fest. Also ich hier. Hab's schon überwiesen. Hast du ihn überwiesen? Okay. Danke. Wie viel war's denn? 10. 10.000? Mille. 10 Mille? What? Nee, oder? Doch. Hast du kein Hobby oder was? Wo hast du 10 Mille her? Ja, auch nicht. Alter, nee, glaube ich nicht. Ich bin Level, was bin ich für ein Level? Keine Ahnung. Hallo, du musst einmal im Multiplayer durchgehen, die geben dir Geld wie sonst was. Alter, du hast 5 Millionen auf dem Konto. Okay, ich hab eine Steamerung geschafft. Ich bin Krösus. Geil. Der Junge gibt mir 10 Millionen, ne? Jungs, verkauft die Maschinen, wir gehen in Rente. Hau ab da, Alter. Was ist da los? Da ist die Trennstelle, so LS-mäßig. Wenn einer drin steht, kann es nicht weiterfahren. Können wir den jetzt aufladen hier, Jungs? Oh, hau mal ab die Dolly.
Ups. Der Junge ist dumm. Der Junge ist einfach... Der hat so eine Latten vom Zaun, ne? Ist unvorstellbar. Junge! Ich hab's doch kein 50-Tonner. Komm ich nicht hoch. Soll ich dir ein bisschen helfen? Nein, geh weg bitte. Wie mit dem Bohrer vorhin hin und her bewegen, dann hilft schon. Ah, den Löffel vielleicht ein bisschen hoch. Halt die Klappe. Ich sagen, aber dann sag nix. Dann sag nix. Der ist ein bisschen groß für das Loch. Wie meinst du das? Quasi eine Schaufel. Achso, ja, ist doch perfekt. Ja. Genau, fast schön auf die Latten drauf. Gut. Ich die Löffel noch ein bisschen ablassen, den Löffel noch ein bisschen runter. Oh, ich hasse diese Dolly, Alter, ohne das Ding. Haben sie es einfach nicht entschieden. Und schön rüber raus, rüberragen lassen. Genau. Ah, das sieht nicht so gesund aus. Also besser wäre es, ihr kommt mit dem mobilen Dingens, aber ich fahr jetzt mit dem mobilen los. Kann dir mal einer sichern? Kann ich nicht. Das wirst du noch öfter sagen im Leben. So, fahren wir los jetzt. Oh nee, der guckt sogar nach. Oh nee. Och geil. Schnell fährt die Kiste. 30. Geil. Schneller als mein Tiefleiter hier. Wo ist denn die Baustelle, David? Im Dorf. Wir brauchen gar keinen Bagger mehr. Frag das Navi. Oben in dem Dorf, wo du anfängst. Ah, oh, ernsthaft? Hallo Richie. Muss vielleicht die Schaufel nach unten machen. Oh Richie, geiler Hammer. Ich glaube, dass der Radpacker da auch noch drauf gepasst hätte. Ja, logisch, ja. Wo hast du die Materialien, Nikolas? Auf dem Pritschenwagen 1, glaube ich. Pritschenwagen mit Kran. Das ist, fehlt auch noch komplett, ne? So ein Sattel-Pritschenwagen. Nee, ist das klar falsch? Eine Sattel mit Kran und Auflieger. Das wäre geil. Also quasi das, was es gibt, nur ein Kran noch dran. Hatten wir da schon mal in Nachfolge mit drin. Ja, hatten wir, aber die ganzen Mods haben wir jetzt rausgeschmissen. Das hat gar nicht funktioniert mit den Mods. Kann vielleicht auch daran liegen, dass wir das Spiel ein halbes Jahr nicht mehr angerührt haben. Ich glaube, im November das letzte Mal gespielt. Ja, so irgendwas. Jetzt muss ich mal was testen hier. Hm, der Mais sieht sehr lecker aus. Kannst du einfach random, wie es dir Spaß macht, ein Loch ausheben? Nein, geht nicht. Schade. Da ist so eine quasi Platte von dem Haus. Und in dem Umkreis könntest du theoretisch baggern, glaube ich. Ah. Kann man hier ganz gut sehen, wo jetzt gerade. Hallo Werner. Kann ich mit euch mitfahren? Ich wollte gerade sagen, können wir hinten ein Löffelchen machen, aber es klingt so falsch. Not so funkbarer. Wo ist denn die Hupe? Hallo, Mutti! Hallo, Alter! Sag mal! Scheiße. Jungs, könnt ihr auch nicht den kleinen. Moment. Wie lange braucht ihr denn? Au! Oh. Gut, Gott sei Dank habe ich einen Löffel mit, ey, ohne Witz. Ja, dann hebel dich mal aus. Kannst du auch die Schilder vorne runter machen, das als Kriegsschiff benutzen? Moment mal. Ne, geht nicht, geht ja bei den Großen auch nicht. Ja, den wir drauf haben, der hat keinen. Obwohl, ne, der Große hat auch kein Schiebeschild. Für dich danach aus, ne? Das hat nur der ganz kleine Gartenbagger da. Mal, du kannst dich halt nicht raushebeln hier, ne? Oh. Ich glaube, wir brauchen den größeren Bagger.
Nee, 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 nee. Hoffnungsloser Fall. Nee, 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 ich sag's euch. Ja, Werner, wir kommen, um dich zu retten. What? Dauert nur ein bisschen. Aber wie viele Fahrzeuge haben wir eigentlich hier? Nicht mehr so viele. Krass. Aber wir können beim nächsten Mal weitermachen. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.